Einkaufszentren sind ein großer Teil unseres Lebens. Wow. Aber manche Menschen mögen sie nicht so sehr. Hey, was ist das für eine komische Tür? Ist sie lebendig? Es ist erstaunlich. Die moderne Technologie ist umwerfend. Wahnsinn! Eine Rolltreppe! Was für eine ungewöhnliche Art der Fortbewegung! Ich denke, es ist einen Versuch wert. Aha. Oh mein Gott! Es ist genau wie ein Riesenrad. Komm schon, wir sind da. Schau dir diese Leinwand an. Ich wünschte, ich hätte ein Kino auf meiner Farm. Was ist das denn? Sind das exotische Früchte? Sieht nicht so aus. Ich frage mich, was da drin ist. Warte, das ist eine Bowlingkugel. Willst du versuchen, einen Strike zu erzielen? Warum denn nicht? Ups, das ist gar nicht so einfach. Aber komm schon, es gibt noch viel mehr zu sehen und zu tun. Die Welt der virtuellen Unterhaltung nimmt wirklich seinen Verstand in Beschlag. Wow, alles hier ist so hell. Es ist wie eine Lasershow. Das kannst du auch sehen, oder? Und das ist eine junge Mutter. Sie geht nie irgendwo hin ohne eine riesige To-Do-Liste. Und sie hat genau 5 Minuten Zeit zum Einkaufen. Der Countdown beginnt jetzt. Warum Zeit auf der Rolltreppe verschwenden, wenn man schneller laufen kann? Wow, bist du sicher, dass sie nicht die Freundin von Flashboy ist? Okay, ich glaube, ich habe alles. Ein Geschäft nach dem anderen. Eine junge Mutter hat so viel zu kaufen. Keine Zeit, um in einem Café zu sitzen. Ups, die Uhr tickt. Ich muss los. Oh, wer ist noch da? Hallo, Mami kommt. Oh, spreche ich mit dem Huhn? Wo ist das Telefon? Hallo, ich komme ja schon. Oh nein, nicht schon wieder. Diese Taschen bringen mich durcheinander. Nur noch eine Rolltreppe übrig. Juhu, ich habe es in 5 Minuten geschafft. Und dieser Kunde ist ein klassischer Introvertierter. Einzukaufen, ohne mit der Außenwelt zu interagieren, das ist sein größter Traum. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Oh nein, bloß nicht ein Mitarbeiter. Warum könnt ihr eure Kunden nicht einfach in Ruhe lassen? Rede einfach nicht mit mir, okay? Du musst mir nichts anbieten. Oh nein, mit einem Verkäufer zu verhandeln, ist mein schlimmster Albtraum. Hey, wo willst du denn hin? Das ist seltsam. Oh, warum sind hier so viele Leute? Wie wäre es, wenn du vorgibst, eine Puppe zu sein? Auf diese Weise werden sie nicht mit dir reden. Hey, was ist los mit ihm? Geht's dir gut, Mann? Alles klar, lass uns gehen. Uff, ich muss sofort in mein kuscheliges, leeres Zimmer gehen. Und das ist eine weitere häufige Art von Besucher. Der Smartphone-Liebhaber. Hey, so kommst du nicht sehr weit. Nimm deine Augen für eine Minute vom Bildschirm. Das ist ein Fehler. Es gibt keinen Weg hindurch. Wie findet er sich überhaupt zurecht? Es ist Zeit zu essen. Hey, dein Essen steht auf dem Tisch. Keine Reaktion. Ein Film auf der großen Leinwand. Was hat das für einen Sinn, wenn du in deinem Telefon festhängst? Oh, das war gruselig. Ups, sorry, das wollte ich nicht. Er hat es nicht einmal bemerkt. Nun, das ist gut für mich. Er wird nicht von seinem Handy aufschauen, bis er jeden Rekord gebrochen hat. Ja, sieht so aus, als würdest du eine Weile hier bleiben. Du könntest allerdings eine Reinigung gebrauchen. Oh, was für ein süßes Paar. Das Liebespaar ist hier, um einen romantischen Film zu sehen. Aber es sieht so aus, als würde der Kerl das Happy End nicht erleben. Dramatische Filme machen ihn wirklich schläfrig. Es ist so langweilig. Wo sind die Spezialeffekte und die Action? Eine Actionfilmpremiere ist viel besser. Stimmt's, meine Liebe? Nein, ich sitze hier nur, weil ich dich liebe. Schießereien, Verbrecher, Verfolgungsjagden. Wer mag schon diese Art von Filmen? Dieses Mädchen lebt ein sehr ausgefallenes Leben. Teure Dinge sind ihre Leidenschaft. Und Schuhe.
Nur Designer. Hm. Also, ist es Zeit für eine Anprobe? Wunderschön. Und jetzt sag Cheese. Das ist ein toller Inhalt für Instagram. Wie viel ist das? So viel verdiene ich in einem Jahr. Hm. Ich bin schon fast total pleite. Hm. Aber es gibt Second-Hand-Kleidung und Regale mit kostenlosen Sachen. Das war's. Hm. Ich gehe in die Umkleidekabine. Hm? Hm. Oh-oh, jeder starrt mich an. Was für ein Albtraum. Puh, nein, das ist nur meine Einbildung. Man kann sich sogar in einem kleinen Einkaufszentrum verirren. Wie diese beiden zum Beispiel. Selbst moderne Technik kann den Tag nicht retten. Hallo, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Bist du hier? Oh ja, näher als du denkst. Diese beiden sind so sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig zu suchen, dass sie sich völlig verirren. Du siehst solche Leute auch oft im Einkaufszentrum. Eine fürsorgliche Mutter und ihr undankbarer Sohn. Ihm gefällt die Wahl der Kleidung seiner Mutter nicht. Mhm. Ich bin deine Mutter und ich weiß, was mein Kind anziehen soll. Jetzt lass uns die Schuhe aussuchen. Bequem und gut für deine Fußgewölbe. Sie werden auch deine Haltung korrigieren. Oh Mama, die sehen aus wie alte Holzschuhe. So möchte der Sohn lieber aussehen. Sei still, weiter geht's. Oh, das ist ja interessant. Nein, schau nicht hin. Du bist zu jung für so etwas. Hat Mama Fastfood bestellt? Sie kauft sonst immer gesundes Essen. Das klingt überhaupt nicht nach ihr. Reg dich doch nicht auf. Wir nehmen das Brötchen weg. Es hat zu viel Gluten drin. Und gib mir das Fleisch. Wer weiß, woraus es gemacht ist. Komm schon, Mama. Und Pommes brauchen wir auch nicht. Warum passiert immer das Gleiche? Und diese Person liebt das Abenteuer, solange es kostenlos ist. Wo soll ich nur anfangen? Oh, was für ein cooles Auto. Sorry, Babe, wir müssen zusammen Selfies machen. Oh ja, ich sehe super cool aus. Kostenloses Klavier? Genau das, was ich brauche. Egal, ich kann sowieso nicht spielen. Wen kümmert's? Hauptsache, es ist kostenlos. Das ist mein Bücherregal. Was würde ich heute gerne lesen? Dieses hier. Tolle Wahl. Ein entspannender Massagesessel? Besser als ein Spa. Und alles umsonst. Hey, verschwinde. Das ist mein Platz. Jetzt kann ich mir einen Film ansehen. Aber in den Läden zeigen sie nur kostenlose Filme im Fernsehen. Was soll's? Sieht toll aus. Klingt fantastisch. Wahnsinn. Eine Parfümtheke? Das ist ja genial. Sieht aus, als wären die kostenlosen Tester nur für mich erfunden worden. Das ist ein toller Geruch. Und warum Parfüm kaufen, wenn du einfach einen Tester mitnehmen kannst? Haben dir unsere Sketche über verschiedene Typen von Menschen im Einkaufszentrum gefallen? Welche dieser Menschen hast du schon im echten Leben getroffen? Sag es uns in den Kommentaren. Und vergiss nicht, dieses Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und auf die Glocke zu klicken. Verpasse keines der witzigsten Videos auf TumTumWow.